Guten Morgen an alle, herzlich willkommen hier im Körperforum. Heute treffen sich in der Körperstiftung zum vierten Mal in Folge MINT-Regionmacher aus ganz Deutschland, um sich auszutauschen, um voneinander zu lernen, um ihr Wissen miteinander zu teilen und im besten Fall Projekte von einer Region in Deutschland in eine andere zu transferieren. Wir haben uns für das Thema Coding und Maker-Initiativen entschieden, einfach weil es nahe liegt. Die Digitalisierung ist überall. Auch wir als Körperstiftung befassen uns sehr intensiv mit dem Thema aktuell unter der Überschrift Digitale Mündigkeit. Es ist auch wichtig, dass alle über grundlegende digitale Kompetenzen verfügen, um ihre Chancen zu haben, um sich gesellschaftlich beteiligen zu können und für ihre eigenen beruflichen Perspektiven. Unser Star ist Fritz und seine Brüder und Schwestern. Fritz ist einer von insgesamt 8 Nao-Robotern, die wir gekauft haben. Ich war ganz oft bei Schülern zu Besuch, die mit mir das Programmieren gelernt haben. Es geht darum, Barrieren zu überwinden, Vorurteile zu überwinden. Es geht darum, an die Technik ranzuführen und dann jedem Schüler, jeder Schülerin selber die Möglichkeit zu geben, zu beobachten, Erfahrungen zu sammeln. Wir arbeiten auch mit Nao-Robotern und da ist es schon ganz wichtig zu sehen, was machen andere damit. Haben sie die gleichen Erfahrungen wie wir? Haben sie andere? Können wir da noch was optimieren? Also in der Beziehung sind solche Netzwerke extrem wichtig. Oder die Maker-Szene im Allgemeinen, die gibt den Leuten das Gefühl wieder, jeder Einzelne ist wichtig und jeder Einzelne kann tatsächlich etwas tun, um die Welt zu verändern. Also wir hatten eine gemeinsame Session mit der Diana Knodel zusammen zum Thema Zukunft der Bildung, Making the Future of Education. Die Frage war, ist das überhaupt machbar? Können wir Bildung machen? Und wenn ja, wie? Die Projekte, die wir mit der Initiative Creative Gaming durchführen, haben alle etwas mit Coding und Making, heißt es ja jetzt heutzutage so schön, zu tun. Ein Thema, was wir eigentlich von Anfang an aufgegriffen haben. Selber zu tun, selber zu machen mit Dingen, die man eigentlich kennt, aber dafür einen eigenen Zugang zu finden und selber umzuprogrammieren oder eben auch Dinge selber zu bauen und damit erfahrbar zu machen. Oh.